In den Lernfilmen konnte ich dir natürlich nur einen Bruchteil der Möglichkeiten von Word zeigen. Viele weitere Möglichkeiten kannst du dir selber beibringen, zum Beispiel indem du die Word-Hilfe verwendest. Da hast du im Prinzip ein übersichtliches Handbuch zu fast allen möglichen Problemen und Ideen. Selbstverständlich findest du auch im Web viele Hilfestellungen, gerade wenn du ein Problem hast, empfehle ich dir, das so präzise wie möglich zu beschreiben, mit geeigneten Schlagworten mit deiner Suchmaschine zu suchen. Manche Probleme lassen sich einfach lösen, wenn es zum Beispiel bei dir nicht genauso ausschaut wie bei mir, so liegt das meist an der Ansicht, dass vielleicht diese Leiste ein- oder ausgeblendet ist oder ein anderer Modus hier unten ausgewählt wurde. Falls eine Datei am Mac völlig anders aussieht als am PC, so liegt das meist daran, dass eben nicht die gleichen Schriften installiert sind. In diesem Fall empfehle ich dir, so gebräuchlichere Schriften zu verwenden, gerade diejenigen von Microsoft, die mit CA beginnen, Calibri oder Cambria oder so, die sind sowohl für PCs als auch für Mac erhältlich. Und notfalls kann man immer noch die Arial oder die Times verwenden, die auch auf allen Computern installiert ist. Falls du wirklich gröbere Probleme haben solltest, dann musst du die Voreinstellungen löschen. Nachdem du Word beendet hast, kannst du über Gehe zu mit der gedrückten Alt-Taste die Library aufrufen und die betreffenden Einstellungen findest du unter Group Containers und hier sollte es einen Ordner haben, der mit Office und einem Code beschriftet ist. Wenn du diese Dateien löschst, so wird quasi Word auf den Ursprungszustand vor den ersten Start zurückgesetzt und damit werden möglicherweise Probleme, die du dir eingehandelt hast, auch behoben. Das wollen wir aber natürlich nicht hoffen. Stattdessen wünsche ich dir eine möglichst reibungslose und auch spaßige Arbeit mit Microsoft Word.